Martina Hingis genügte heute eine eher durchschnittliche Leistung, um gegen Lisa Raymond die dritte Runde zu erreichen. Vor allem im ersten Satz blieben viele Breakchancen gegen die 23-jährige Amerikanerin ungenutzt. Nur ein einziges Mal gewann Hingis den Aufschlag ihrer Gegnerin und damit auch den ersten Durchgang mit 6:4. Im zweiten Satz demonstrierte die 16-jährige Weltranglistenvierte dann etwas öfter ihr spielerisches Potenzial. Nach etwa einer Stunde verwandelte Martina Hingis ihren ersten Matchball. Der 6:4 und 6:2 Erfolg für die potenzielle Nachfolgerin von Steffi Graf, ein Sieg unter der Rubrik Pflichterfüllung.